Seit 4 Wochen befinden wir uns nun in einem festen Basislager an der Südostküste der Insel Sizilien. Dieses feste Basislager ist gut, es ist preiswert, es liegt nicht schlecht direkt an einem wunderschönen Strand. Und von ihr aus erkunden wir nun allmählich in immer größeren Radien den Südosten der Insel und stoßen dabei auf die unterschiedlichsten Gegenden, sammeln die unterschiedlichsten Eindrücke und stellen immer wieder fest, dieses Land, dieses Sizilien ist eine Insel der knallharten Gegensätze. Das nicht nur in Bezug auf die Landschaften, nicht nur in Bezug auf die Orte und Städte, sondern vor allen Dingen auch in Bezug auf die Sauberkeit, auf die Müllentsorgung, auf den Siff in Straßen, in Gassen und anderswo. Und ja, heute sind wir wieder auf einem Trip in die einstige Metropole der Keramik auf der Insel nach Caltagirone. Und ja, gut, die Stadt ist nicht ganz nach unserem Geschmack. Sie ist trist, sie ist grau, sie ist auch nicht gerade sauber. Wir haben in den vergangenen Wochen schon ganz andere Städte gesehen, wie Ragusa, Modica. Die waren sauber, die waren schön, die sind gepflegt. Hier dieses Caltagirone betrachten wir nicht als sehr gepflegt und fühlen uns hier auch nicht so sehr wohl. Und ja, als wir hier wieder abhauen, auf dem Rückweg über die Überlandstraße SS 115, stoßen wir beinahe auf jedem Parkplatz auf illegale oder ja, geduldete oder wahrscheinlich schon immer vorhandene Mini-Mülldeponien, die wir nicht so toll finden. In Caltagirone selbst gelingt es uns immerhin, ja, ein bisschen Pizza zu essen, ein paar schöne Aufnahmen zu machen und finden das hier, was wir hier treiben, keineswegs jetzt langweilig oder doof. Wir sind ja nicht hier, um Urlaub zu machen, sondern wir sind hier, um Land und Leute kennenzulernen und dieses Sizilien ist eben nicht irgendwie ein Urlaubsland der 0815-Kategorie, ist nicht zugepflastert mit Betonhochburgen wie an der Algarve, sondern es ist einfach Sizilien, hat auch ein bisschen Tourismus, hat von allem ein bisschen und wir sehen von allem ein bisschen und wir freuen uns, hier zu sein und werden auch unseren Aufenthalt hier auf der Insel noch weiter verlängern. Da wir auch noch im Plan haben, diese Insel per PKW in unserem Pennerauto komplett zu umrunden. Unser Wohnwagen bleibt in dieser Zeit im Basislager in Punta Brachetto auf dem Camping Brai Coralli so lange stehen. Dort ist alles sicher, dort ist alles geschützt, dort ist es preiswert, nur 10 € am Tag. Und wir werden und wollen aber Gesamt-Sizilien kennenlernen. Im Inneren, an der Küste, in all seinen Facetten, die wirklich sehr vielfältig sind. Das Meer dampft. Das Meer ist mit 15 Grad heute Morgen viel wärmer als die Luft. Dann bildet sich um diese Jahreszeit im Januar, Februar auch schon mal Meeresnebel. Wir verlassen aber heute Morgen die Meeresküste und ziehen wieder mal bei recht schönem Wetter bei ja, gemäßigten Temperaturen etwas unter 10 Grad ins Landesinnere. Dort geht es ein bisschen hoch. Die Stadt, die wir anvisieren, liegt auf ca. 600 Metern.
Caldagirone, Stadt der Keramik, erweist sich als Drecknest. Und die ganze Kitschkeramik, die hier an dumme Touristen verkauft wird, hat künstlerisch Made in China Stil. Das hier sieht mal ja ganz nett aus. Im Hintergrund der Fernsehturm passt geil zur alten Kulisse. Ja, eine schöne, lange, geile Treppe. Das Schönste ist, dass die Stufen von der Senkrechten mit Fliesen verziert sind. Tja, eigentlich eine ganz nette Stadt. Man könnte sie nur ein bisschen sauberer pflegen. Dann wäre sie nicht nur nett, dann wäre sie sogar interessant und hübsch. Also für mich ist das, was diese Stadt hier als Keramikhochburg Siziliens früher und heute zu bieten hat, der reinste Kitsch. Kunst, Keramik, Made in China, Massenware, 0815 Scheiß. Überall die gleichen Gurkenvisagen. Also wunderschön. Tja, gerade hat uns Samira Pizza geordert. Hier mitten in diesem trostlosen, kalten Winterkaff. Der erste war jetzt sogar noch für 30, also 6,20 Euro habe ich jetzt einzeln in der Mikrowelle warm gemacht. Bei 4 Stücken hat es einen Moment gedauert. Ich glaube, das ist jetzt das dritte Mal, dass wir in Italien italienische Pizza uns reinziehen. Bis jetzt war sie immer interessant. Mal sehen, wie sie jetzt ist. Die ist, glaube ich, schon gut. Aber wie die duftet, ey, geil. Die duftet geil und sieht auch geil aus. Sieht gut aus. Prima. Ja, schon, die ziehen wir uns jetzt rein. Ja, klaro. Das Beste an der Pizza hier in Italien ist nicht der Belag, sondern der Teig. Tja, und tagtäglich die gleiche Überraschung. Unser Dacia Duster steht immer noch da, wo wir ihn abgestellt haben. Unbehelligt, unrasiert, ungeköpft, unbeklaut.